Coronavirus Nummer 4 von Markus Bösch. Ich habe früher mal gesagt, Sie sollen einen Ort einrichten im Wald, wo Sie sich immer einfinden können und wo Sie Ruhe, Gelassenheit und Erholung finden. Aber auch, wo Sie Zwiesprache halten können mit dem Wesenhaften der vier Elemente. Es ist ganz wichtig jetzt, dass Sie einen Boden haben. Und den können Sie nur dort schaffen, den Boden, hier im Wald, in den Niederungen, wo kein Mensch ist. Oder Sie schaffen ihn in den Bergen, an einem Bach entlang. Aber Sie müssen es schaffen. Sie müssen diesen Ort für sich suchen und bearbeiten. Richtig bearbeiten heißt, ich nehme mal Zwiesprache auf, ist es der richtige Ort? Dann nehme ich Zwiesprache auf mit dem Wesenhaften, der vier Elemente. Sie wollen uns helfen, aber sie lachen auch über uns, auch weil wir so dümmlich sind. Nun, nehmt auch Zwiesprache auf mit dem Schöpfer. Es ist ganz wichtig, dass ihr den Schöpfer anruft, betet, dass euch die Kraft wird, nur für diesen kleinen Schritt, nur in den Wald zu gehen. Geht, ihr seid selbstständige Menschen noch, ihr seid selbstständig und wehrt euch. Ihr müsst es selber tun, zu Hause bleiben, ab und zu ins Kaffee gehen, ins Restaurant und schnell wieder weg. Das ist doch kein Leben. Ihr müsst es schaffen, tut es. Es ist so herrlich in der Natur. Wunderbar, kommt sogar noch ein Radfahrer. Nur im Wald. Nur im Wald haben wir die Kontrolle über uns. Und wir brauchen die Kontrolle über uns. Also seid standhaft. Bald ist es vorbei mit dem Coronavirus. Bleibt dran. Ja, Markus Bösch.